Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio, wo ich immer noch an dem Stromproblem sitze. Ich finde einfach nicht, woran das liegt, weil allen funktioniert es. Es könnte vielleicht sein, dass wir mehr Akkumulatoren brauchen. Achso, nee, das ist doof. Das war dumm. Dumm. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wir bauen jetzt noch einen großen Park mit Solarpanels. Dann gucke ich mal, ob es wirklich an den Akkumulatoren liegt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann die hier lassen, vielleicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber manchmal ist ja doof. Ne? Das ärgert mich. Wirklich. Kann sich gar keiner vorstellen, wie mich das nervt, ja. Panels. Das auch. Das muss doch möglich sein, dass das funktioniert. Genau wie hier. Na gut, das kann ja nicht wohl warten, ne? Ja, das kann auch weg. Spannwerk. Das passt ja schon so. Muss natürlich speichern. So. Na cool, jetzt haben wir es natürlich genauso gebaut, wie es gerade eben schon war. Ja. Egal. Ja, das ist mir klar, dass jetzt alles aus ist, aber ist halt manchmal so. Muss halt hier hin. Dahin. Jetzt sind die auf alle Fälle wieder alle, ich glaube, dran, ne? Alle müssten jetzt wieder dran sein. Hoffe ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Oder? Wir haben doch hier hinten so viel Akkumulatoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch mehr brauchen. Was macht es denn jetzt überhaupt? Ach so, es ist nicht. Hä? Es ist doch aber angeschlossen am System, oder? Hier auf alle Fälle. Wir haben echt einen schlechten Stromverbrauch, also eine Produktion. Wir müssen das dran machen wieder. Jetzt wirklich nicht. Da brauche ich große. Also, das ist mir echt ein Rätsel, ne? Warum das nicht funktioniert. Hier wieder drauf gehe, ne? Da habe ich ja wieder super Zahlen, aber das geht alles. Naja, wir lassen es erstmal so. Haben wir, ja, aber gehen wir mal unsere Kupferproduktion wieder ein bisschen, ne? Auffüllen. Die Handgranaten müssen bald voll sein. Naja, wie können wir eigentlich mal aufhören? Die Handgranaten brauchen wir eh nicht so schnell. Also ich brauche die, ne? Genau, wir können hier wieder ein paar reinmachen, ein paar Fläschchen wieder, aber hier wird ja schon produziert, wir haben eine Menge. So, hier unten, hier wird ist hier unten was leer, ach ja, guck an, hier ist schon jetzt leer 2. Ja, das geht ja nicht, so nicht. Muss man mal, ja, so rum. Das gestern gesehen wieder, die Stierkämpfe, furchtbar sowas. Abartig, einfach abartig. Abgründe der menschlichen Spezies. So. Zack. Zack. Hey, hallo. Achso, ist was drin. Ne, was ich sagen wollte, diese Stierkämpfe, das ist doch so. Also. Hallo? Da regen sich über Leute vom IS auf, ne? Oder die Chinesen, dass die Hunde fressen und die tun da Stierhatzen veranstalten. Das ist ja auch extremst viel besser. Dr. Carlo, ist da jemand zu Hause? Geht überhaupt nicht. Was ist denn hier eigentlich? Achso, hier wollte man. Ach, ich ging ja nicht. Ja, ja, ich erinnere mich. Jetzt fehlen uns echt rote Flaschen. Ist das dein Ernst? Rote Flaschen?
Jetzt stauen sich sogar schon die blauen Flaschen. Das ist ja unglaublich. Was brauche ich für rote Flaschen? Eigentlich nur das und das, ne? Ja, eigentlich schon. Bauen wir mal schnell noch eins hier hin. Go, go, go. Wo ist es hier? Hier mittendrin schon dabei. Das müsste ja. Das, ja, das müsste auf alle Fälle passen. Da brauche ich einen langen. Das ist ein bisschen verlängern. Genau. Zwei kurze und einen langen. Zwei mal kurz. Habe ich die jetzt? Wo sind sie denn? Ja, einmal bloß. Das und den da. Das ist so. Ey, das ist auch so ein Ding, ne? Aus der kurze klaut ihr das die Produktion weg. Jetzt möchte ich aber einen kurzen noch haben. So, der da und dann hier raus. Ja, das, ja klar, das ist gut. Alles gut. So, hier rote Flashlies. Olle. Digge. So, hier Digge. Machen wir mal los hier. Go. Wir müssen die Effizienz endlich hochkriegen, damit wir noch was Neues forschen können. Gucken wir mal. Das ist der. Achso, ja. Wie viel sind denn hier noch drin? Und warum? Wieso sind hier blau? Ach, blau habe ich auch mit rein gemacht. Wir haben auf alle Fälle noch genug Lilanes. Ne, jede Menge. Jede Menge. Hoffentlich reicht das noch. Das warten wir noch ab jetzt, oder? Na gut, wir können ja schon hochlaufen. Das ist ja dann Lust. Das hier anglotzen oder dann oben anglotzen. Aber die Nase, furchtbar. Oh ja, es pfeift immer meine Nase und die ist immer zu. Es ist echt nervig. Hier, schnaub doch mal. Schnaub mal, genau, wenn alles geschwollen ist. So, die grüne Produktion sieht auch wieder vernünftig aus. Das freut mal. Ja, die Platten sind schon cool. Hätte ich mal eher auf die Idee kommen können. Hätte ich ja gerne noch ein zweites hingebaut. Aber das reicht ja eh, ne? Ja, ach, das reicht. Digge. Guck an, da ist schon ganz schön produziert jetzt. Ja klar, wir haben ja ganz so weit unten jetzt verbracht an dem Solarstrom. Sieht es eigentlich aus mit Strom? Nein. Ah, das war auch wieder so. 8,1 Megawatt. Das ist ja. Das ist gut. Das ist gut, gut, gut. Kann man sagen, dass es gut ist. Oh, perfekt. So. Was brauchen wir denn noch hier für dieses hier? Die Raketen auf 5. Ja, brauchen wir sie schon mal so. Vielleicht können wir dann mal irgendwann diesen Raketentreibstoff herstellen. Das wird ja irgendwie dann Ding, ey. Oh, ich glaube, den werden wir ganz unten herstellen. Denke ich, hoffe ich. Können wir noch schneller? Ne, guck mal hier. Doch. War genauso schnell, oder? Das ist genauso, ja. So, weiter geht's, ja. Ich glaube, die Landschaft ist ein bisschen verändert. Christ. Nein, kann das abreißen? Ja. Ich will das schon ordentlich haben. Wir haben ja, wir sind echt doof, ne? Wir haben kaum Steine, verplempern das mit sowas hier. Aber ist egal, sieht cool aus, macht ne laut. Also die kommen viel schneller hin und her, das ist auch wieder eine Erleichterung für uns. Für mich vor allen Dingen. So, tu mal hier klein mal hier lang legen. Als ob wir das mal geplant hätten. Mal den Schienen auch mal was lang legen. Haben es ja jetzt. Moment. Schnell lang. Ist ja Bahnverkehr, weißt du. Die Bäume waren einfach einbetoniert. Vollkommen egal. Ach, guck, wie viel ich noch habe. Nicht mehr so viel. Brauche ich gerade für hier hoch noch. Ah, da kommt die Chuchu schon. So, da war es auch schon weg. Gut, Raketenfeuerrate forscht relativ zügig.
Das gut, können wir dann schon mal irgendwas Neues herstellen? Nö. Der sagt einfach nö. Möchte nicht. Solarpanels, noch mehr Sonarpanels, klar. Verteidigerkapsel. Ja, komm, bauen wir zwei. Ich weiß gar nicht mehr, wie die gewirkt haben. Hab ich schon vergessen. Wie sieht es hier aus mit meiner Produktion? Das ist schon wieder leer, ne? Ist klar. Ja, dann holen wir uns mal ein Panzerchen. Wenn wir statt auswärts sind, dann fahren wir mal drüben. Oder da oben, da oben, da oben werden wir uns aufräumen jetzt. Da hinten rechts. Da ist ein Haufen Eisen und das. Da fahren wir jetzt hin. Da fahren wir jetzt hin und zeigen dem mal. Ey, der Boss ist. Ich habe sogar Treibstoff mit. Ne? Ich bin so gut. Okay, ne, gut. Brauchen wir nicht. Blödsinn. Scheiß Stein, weg damit. Ja, da oben sind schon echt krass viele Kolonien von diesen Biestern. Ich hoffe, die sind nicht so stark hier drüben jetzt. Ne? Wo sind sie? Ist die im Wald? Ja, oder im Wald, ey. Ja, uns von der Seite nähern. Aber die sehen normal aus. Das ist in Ordnung. Feuer! Schieß! Vorfallen! Ah, die hält schon ein bisschen was aus und Panzer, aber das ist auch wieder nicht nur. Feuer frei, Jungs. Hier, du sollst da drauf schießen auf die Schwanzdinger, Leute. Schieß da drauf, mach die kaputt. Scheiße, ich bin kaputt. Aufpassen. Oh, hier ist ein ganz starker. Ist wohl ein ganz starker, wa? Jetzt nicht mehr. So, dann gehen wir mal schnell reparieren und dann schnappen wir uns da oben die Artefakte. Ja, ja, spuck du mal. Das hab ich doch gar nicht. So schnell kannst du gar nicht spucken, wie ich reparieren kann. Ob ich hier mit Weintrauben beschossen werde. Du kleiner Pisser. Ich überfahre euch jetzt einfach. Munition ist ein bisschen schade für dich. Ja, hier oben geht's weiter jetzt. 75 Schuss noch. Oh, die leben ja noch. Ich dachte, die habe ich kaputt gemacht. Scheinbar nicht. Zang. Er ist noch eher als kleiner, das ist schön. Oh ja, fettes Vieh. Einfach überrollt. What? Oh ja, das sieht gut aus. Das sind viele. Darf man bloß nicht kaputt schießen. Ups. Erledigt der Fall. Oh nein! Alter, hab ich jetzt echt drüber gefahren? Boah, ich bin ein. Na, ah, ich bin da so ein Trottel, ey. Kannst du gucken, erzählen? Ja, kriegst du da drauf? Ah, bitte. Nee, bin ich da echt drüber gefahren? Oh nee, wie doof kann man sein? Jetzt habe ich bloß drei Stück mitgenommen. Boah. Preis für Blödheit geht heute an Matze. Yeah. So, repariert die Bude. Wir fahren gleich wieder zurück. Es ist deprimiert, das deprimiert mich jetzt. Wirklich. Hätte vielleicht mal irgendwo Tore einbauen sollen, haben wir aber nicht. Lass mal den draußen stehen, wir haben noch einen zweiten einstecken. Das ist unser Panzer für hier oben, das muss man bloß merken. Die werden jetzt nicht unbedingt durchrushen, glaube ich nicht. Denke ich nicht. Also Eisen haben wir viel. Viel Eisen, wenig Öl. Öl werden wir uns vielleicht nächste Woche auch gleich unten sichern. Falls man irgendwann Raketentreibstoff kriegen können. Vielleicht muss man erst mit den Raketen erforschen, um das dann machen zu können. Wir werden das gleich mal. Wieso nehme ich eigentlich meine super tolle Straße, die ich gebaut habe? Das ist ein Tick schneller, ne? Naja, macht nichts. Wo war das? Das war irgendwo außerhalb und weit unten. Sollten wir uns auf alle Fälle sollten wir uns Eisen mitnehmen. Wieso ich das immer von hier nehme, welche eine extra Kiste gemacht habe, die mir für mich sammelt, ne?
So, was brauche ich für die Dinge? Sind ja 4 Stück. Kupfer und Stahl. Nehmen wir uns Stahl noch mit. Liegt der hier gleich. Die Kisten sind eh voll mit Stahl. Wurst und Kupfer. Eisen haben wir dann noch. Perfekt. Kupfwerke. So, dann gehen wir schon mal runter. Und wenn wir unten sind, das sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Auf Wiedersehen und habt ein gutes Wochenende. Auf Tschüss.